wie du schaffst, dich zu trauen, jede Frau anzusprechen, die dir gefällt und was du dazu verstehen musst in deinem Kopf, damit das Ganze funktioniert. Was du als allererstes mal realisieren musst, wenn du eine Frau ansprechen willst und du schaffst es nicht, also du denkst dir dann, ich kann es vielleicht nicht machen, dass du die Wichtigkeit des Ganzen viel zu sehr aufbläst. Denn Fakt ist nun mal, wenn du mit einer Frau sprichst und es funktioniert nicht, dann hat das nach 2 Minuten schon keine Bedeutung mehr. Und wenn du die Zeitachse ein bisschen ausdehnst und dich fragst, was ist in 2 Wochen mit diesem Erlebnis, also werde ich mich da noch dran erinnern können, wenn es nicht funktioniert hat, dann wirst du merken, okay, ich werde mich wahrscheinlich nicht mehr daran erinnern können. Und wenn du es ausdehnst auf 3 Monate, dann wirst du dich erst recht nicht mehr erinnern können und nach einem Jahr sowieso schon nicht mehr. Aber wenn es funktioniert, was ist dann? Was ist dann nach 5 Minuten? Nach 5 Minuten ist es immer noch eine coole Sache oder eine besonders coole Sache. Nach 2 Wochen könnte es immer noch eine coole Sache sein, falls du vielleicht mit der Frau irgendwie in der Kiste gelandet bist oder mit ihr zusammengekommen bist oder was auch immer. Und letzten Endes realisierst du dabei, wenn du das Ganze so betrachtest, dass es nur für einen Moment lang wehtut, wenn es nicht klappt, aber für sehr, sehr lange Zeit in deinem Leben Profit auslösen kann, also Profit, du weißt, was ich damit meine, ja, dann weißt du, dass du das Ganze so sehen musst, hey, ich habe eigentlich nichts zu verlieren. Im Grunde genommen ist es, als würdest du dich zwischen 2 Türen entscheiden müssen, wenn du eine Frau siehst, die dir gefällt. Und zwar Nummer 1, das ist die Tür mit 0% Chance, dass du sie jemals kennenlernst, 0% Chance, dass du mit ihr in die Kiste landest, 0% Chance, dass sie deine Partnerin wird. Oder du gehst durch die andere Tür und die hat x% Chance. Nun, wie viel Prozent das sind, hängt natürlich immer von vielen verschiedenen Faktoren ab, ne? Manchmal hängt es davon ab, ob du selbst weißt, was du tust, ob du schon gut darin bist, mit Leuten Smalltalk zu halten, ob du gut darin bist, dich zu präsentieren, ob du Charisma hast, ob du dich gut gepflegt hast, ob du einen guten Auftritt hinlegst, ob du einen guten Tag hast, aber eben auch, ob die Frau einen guten Tag hat, ob sie gut drauf ist, ob sie an dir interessiert ist grundsätzlich, ja, oder ob sie vielleicht auch schon in einer Situation ist, in der sie gar nicht sich für dich interessieren kann, weil sie vielleicht einen Kerl hat, mit dem sie happy ist, mit dem sie zusammen ist, all diese Dinge. Jedenfalls, frag dich nur, durch eine Tür zu gehen mit 0% Chance, ist das besser, als durch eine Tür zu gehen, die zumindest eine gewisse Anzahl von Prozenten Chance hat, ne? Zum Beispiel, wenn du nicht sonderlich gut darin bist, vielleicht 20%. Oder wenn du echt ganz genau weißt, was du tust und absolut gut darin bist, einer fremden Frau ein Lächeln auf die Lippen zu zaubern und sie von dir zu begeistern, dann sind es vielleicht 50% Chance, dass das Ganze klappt. Oder wenn du einen richtig geilen Tag hast, ganz genau weißt, was du machst, super aussiehst heute, wer weiß, vielleicht. Manchmal habe ich zum Beispiel auch das goldene Händchen, alles klappt, alles funktioniert, ich spreche mir 5 Frauen an, kriege 5 Telefonnummern. Dann ist das zum Beispiel so ein Tag, da hast du 100% Chance. Worauf will ich damit auf jeden Fall hinaus? Punkt Nummer 1, du musst verstehen, es gibt nichts zu verlieren, außer einer Chance. Wenn du es nicht machst, lernst du sie niemals kennen. Wenn du es machst, kannst du sie kennenlernen. Und das Nächste ist eben, dir muss klar sein, wann immer du dir denkst, hey, ich kann die jetzt nicht ansprechen, aus dem Grund oder aus dem Grund oder weil die hat es gerade eilig oder die sieht gerade ein bisschen schlecht gelaunt aus oder ich sehe vielleicht gerade nicht so gut aus, ich komme gerade vom Training oder ich weiß nicht so recht, ob die nicht vielleicht außerhalb meiner Liga ist oder all diese Dinge, dann hast du den Gedanken nicht zu Ende gedacht. Denn wenn du ihn zu Ende denkst, dann steht dahinter, dass du dir persönlich denkst, okay, wenn das jetzt nicht funktioniert, sehe ich aus wie ein Idiot oder stehe ich da wie ein Trottel oder es ist so, dass ich dann vielleicht bei dieser Frau verkackt habe oder dass sie mir vielleicht einen fiesen Korb gibt oder dass sie mir vielleicht einfach nur einen netten Korb gibt. Aber egal, was dabei herauskommt, dir muss einfach klar sein, nach 5 Minuten verpufft das. Ja? Es sei denn, natürlich, du hältst dann im Kopf daran fest und folterst dich dann den ganzen Tag darüber, warum hat das nicht funktioniert? Oh, warum war ich so dumm und habe sowas gesagt? Oder warum hat sie nicht gesehen, dass ich cool bin? Oder warum war sie so gemein zu mir? Klar, wenn du dann weiterhin mental daran festhältst und dich dafür fertig machst, dann wirst du halt auch keinen geilen Tag haben. Das ist richtig. Aber wer sagt, dass du das tun musst? Niemand sagt, dass du das tun musst. Alles, was du tun musst, ist dir selbst auf die Schulter klopfen, wenn du der Kerl gewesen bist, der du wirklich sein willst, nämlich der, der die Frau einfach anspricht, wenn sie ihm gefällt. Und das ist das Einzige, was zählt. Denn ich habe zum Beispiel auch gerade meinen Kameramann hier mit mir, der auch gerade viel Gas gibt und er hat sich vorgenommen, 30 Frauen am Tag anzusprechen, einfach um selber in dieser Sache besser zu werden, weil er das noch nicht so gut drauf hat. Und bei ihm war es auch gestern am Anfang so, ein paar Frauen sind an ihm vorbeigelaufen. Ich habe ihn gefragt, hey, willst du nicht ansprechen? Ja, sie gefällt mir schon, aber... Und dann kamen all diese ganzen Gründe und nachdem ich ihm das erklärt habe, hat es hier oben Switch gemacht und plötzlich war er in der Lage, wirklich die ganzen Mädels anzusprechen, die ihm gefallen. Und was ist passiert? Er hat gemerkt, es ist erstens gar nicht so schwierig, zweitens direkt die erste Telefonnummer bekommen und drittens ist er jetzt schon fast süchtig danach, irgendwie neue Mädels kennenzulernen. Und genauso wird es dir ebenfalls gehen, wenn du diese Dinge anwendest. Also Punkt Nummer 1,
Denk nicht daran, wie ist das jetzt in diesem Moment, ja, sondern frag dich, was hat das für einen Einschlag auf mein restliches Leben? Ja, der eine Einschlag ist halt der, dass du es nicht machst und dann bleibst du, wie du bist. Ja. Und nichts tun ist immer nach unten gehen, ja, immer deinen Kontrollradius verlieren. Entweder du bist in Expansion, du bist dich dabei auszudehnen, du bist gerade dabei, mehr zu lernen, mehr zu können, mehr zu schaffen, oder du bist im Rückwärtsmodus und der Rückwärtsmodus ist niemals gut. Das heißt, du hast nur die zwei Möglichkeiten. Du gehst nach unten oder du gehst nach oben. Und wenn du nach oben gehst oder wenn du nach oben gehen willst, dann muss dir klar sein, du musst die richtige Entscheidung treffen. Und die ist halt nun mal, dass du sie ansprichst, wenn sie dir gefällt. Denn schau, du hast nichts zu verlieren, außer Dinge, die vielleicht in deinem Kopf sind. Solche Dinge wie, ja, aber wenn ich sie anspreche und sie weist mich zurück, dann habe ich ja keine Chance mehr bei ihr beim nächsten Mal. Was erstens Bullshit ist und zweitens, wen interessiert es? Du wirst sowieso nie wieder die Chance haben, sie anzusprechen, wenn du es jetzt nicht machst, im Normalfall. Denn die meisten Frauen siehst du einfach niemals wieder. Ja? Es sei denn, es ist vielleicht irgendwie eine Frau, die irgendwie öfters mal in deinem Umfeld drin ist, ja, aber das ist dann wieder so eine andere Situation. Selbst dort wirst du nirgends hinkommen, wenn du nie etwas versuchst. Das muss dir einfach klar sein. Also, wenn du dich trauen können willst, wirklich die Frauen anzusprechen, die du wirklich willst, dann musst du wirklich in deinem Kopf diesen Schalter umlegen und verstehen, dass es einfach nichts zu verlieren gibt, wenn du es machst. Und das Einzige, was du verlieren kannst, ist tatsächlich deine Chance und deine Möglichkeit, wirklich der Typ zu sein, der du sein willst. Und das ist es, worum es geht. Und wenn du jetzt persönlich sagst, okay, habe ich verstanden, ich muss also wirklich mal aufhören, das Ganze so zu gewichten, als wäre es eine Sache von Leben und Tod, sondern einfach machen. Wenn mir eine gefällt, machen. Nur dann wirst du ein Mann, der wirklich frei ist, der wirklich diese Freiheit hat, frei auszuwählen, wen er kennenlernen will und der auch wirklich dann in der Lage ist, diese Frauen dann auch in sein Leben zu ziehen. Und wenn du jetzt für dich persönlich verstanden hast, dass du das so machen musst, aber du dich jetzt fragst, okay, was kann ich denn konkret zu ihr sagen oder was muss ich denn machen, damit ich attraktiv bin, damit es funktioniert oder all diese Dinge, dann kann ich dir sagen, ich kann dir anbieten, du kannst hier unter dem Video in den Beschreibungstext des Videos klicken oder hier auf das fette i und kannst dich für ein kostenloses Beratungsgespräch mit mir bewerben, wo wir darüber sprechen werden, wie wir dich genau an diesen Punkt bringen von einem Kerl, der sich vielleicht noch nicht mal bisher getraut hat, die Frauen anzusprechen, die er wirklich will, zu einem Kerl, der ganz genau weiß, was er sagen muss, ganz genau weiß, was er machen muss und ganz genau weiß, wie er sich selbst dazu bringt, erstens die Frauen auch anzusprechen und zweitens genau so einen bleibenden guten Eindruck zu hinterlassen, dass es auch in den Mehrzahl der Fällen funktioniert. Also unabhängig davon, ob du dich dafür entscheiden wirst, mit mir zu sprechen, wünsche ich dir auf jeden Fall viel Erfolg dabei, dieses Mindset für dich einzusetzen und denk dran, du hast nichts zu verlieren außer einer Chance.